Servus Leute und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge. Heute wieder auf der Dürren Road zusammen mit dem Justin hier schon im neuen 26. Da. Wir haben mittlerweile Oktober und es ist Unkraut gewachsen. Was ein Rotz. Das können wir aber jetzt auch schon nicht mal mehr mit dem Striegel bearbeiten. Deswegen haben wir hier jetzt eine wunderschöne Hacke. Genau. Danke. Wir haben uns auch noch so ein schönes Gewicht für die Front gegönnt mit 3,4 Tonnen, weil den Fendt hat es die ganze Zeit ausgehoben. Alles gut. Ja, wir arbeiten gerade so dran, dass wir wieder spulen können, damit es weitergeht. Deswegen sät Justin nebenbei bei Jonas noch Weizen. Genau. Genau, dann schauen wir mal. Wir sind noch im ersten Wachstum, deswegen können wir auch noch mit unseren fetten Reifen hier drauf eiern. So, dann schauen wir mal. Digga, dieser Betonklotz ist schon mächtig. Ach. So, S. So, zack, zack, zack. So, So, dann war automatisch. ich gleich zum nächsten Feld von Jonas und da könnten wir spulen. Ziehen. Ziehen Linien an. Geil. Was? Was ist? Immer. Oh, so. Ah, jetzt. Einmal drehen. Und jetzt einmal vorwärts kommen. Ah, jetzt sieht es ganz gut aus. Okay. Nämlich. Ah, ne, das war das Gewicht. So. Ja, hier unten fahre ich erstmal schön mit GPS. Kannst du ja gut. Boah, befriedigend, wie geil das ganze Unkraut weggeht. Man sieht richtig, wo ich mit der Walze rumgefahren bin. Ich weiß. Aber wir sind auch am Überlegen, ob wir nächstes Jahr mit Fahrgassen fahren. Ja, aber bis jetzt noch sehr unsicher das Ganze. Falls ihr euch über den Kontostand wundern solltet, warum das jetzt 33k sind und nicht mehr, wie viel hatten wir, 14 oder 24? Weiß ich nicht. Also erstens, wir haben eine dicke Silageballmission gemacht, für die wir 8k bekommen haben. Und dann nochmal. Da waren so ein, zwei Beine übrig. Digga, was sind das? Habe ich Vorgewendemodus an? Genau, da waren noch, glaub, 8 Ballen oder so übrig, die auch nochmal je 8k gegeben haben oder so. Nee, insgesamt. Je falsch. Je Je Ball. Ballen. Tausende. Was ist denn jetzt mit dem Fan los? Genau, je Ballen nochmal so 1000 für 3,5 Kubik. War also sehr rentabel. Haben wir natürlich mitgenommen. Deswegen so viel Geld auf dem Konto. Aber wir haben natürlich auch schon wieder ein bisschen was investiert in Gewichte und repariert. Und dann hatten wir dafür auch die Strautmann umkonfiguriert zum Ballenwagen. Das hat aber nichts gekostet. Das war umsonst, genau. Burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Yeah, it's just me and you.
It's just me and you. Wo wir jetzt auch alles fertig gehackt haben für den Justin. Dann bringen wir einmal kurz die Hacke hier zurück. Dann noch eine Runde Fendwaschen. Und schauen wir mal, wie wir weitermachen. Und dann einmal wieder hoch zum Hof, dann nehmen wir noch das Schlepperdreieck mit. Da war's doch schon, ne? Ja, dann erstmal wieder spulen. Digga, 28,2 auf dem Fendt. Ja, lol. Ja, wir haben jetzt mittlerweile gespult und wir haben jetzt auch seit neuestem einen neuen Mitspieler. Der Dean, der ist heute auch mit dabei. Ich bin auch da. Ja, der sowieso. Also immer noch eher gesagt, nach dem Spulen jetzt. Die Zuckerrüben sind für die Ernte bereit. Das heißt, wir legen da direkt los. Die Wiesen sind auch wieder zum Mähen bereit. Deswegen werden wir wahrscheinlich da direkt auch danach ansetzen. Wir schwingen uns schon mal in den Roder, während dann Dean und Justin hier die Zuckerrüben abfahren werden. Abfahrkommando. Opa. Herr Schreiter? Ja. Ich muss nochmal tanken. Ja, die Zeit hast du schon noch. Warte, wo war die 51? Direkt am Hof. Ah, da hinten. Okay. So, dann einmal hier links. So schön in der Morgendämmerung. Noch 8 Uhr.
Da geht auf jeden Fall was. November jetzt schon, Digga. Zick. Und wir machen noch einen Schnitt. Aha. Wie willst du das denn machen? Eigentlich mit dem Gras? Gute Frage. Entweder verfahren so Schnellfahrmeter leer? Ja. Oder in Silos? Wahrscheinlich müssen wir sogar beides leer fahren. Oh. Digga, was ist denn jetzt los? Silo rein. Ja, könnten wir auch machen. Aber an manchen Wiesen würde ich keine Silo-Ballen pressen. Ja. Eben. Ja. Da steht er schon mit seinem Fend. Motiviert auf jeden Fall. So, machen wir mal auf hier. Machen wir mal ein bisschen Licht an. Dauert ganz kurz. 2,10 Euro der Liter, Alter. Ja, sonst ist es zu günstig. Wir werden doch arm. Hallo? So. Dann einmal so. We'll be right back.
Ja gut, dann sind wir auch schon wieder fast fertig hier mit der Zuckerrübenernte. Die letzten waren Farmer. Dann kommt Justin nochmal vorbei. Sind jetzt doch nochmal fast 17 Kubik oder so, wenn ich fertig bin. Sieht doch ganz gut aus. Was sagst du? Was sagt die Gesamternte? Ich bin noch nicht oben. Wir haben jetzt schon überlegt, wie wir, oder gerade während dem Roden überlegt, wie wir jetzt danach weitermachen. Und da haben wir gesehen, dass natürlich, beziehungsweise haben wir vorhin schon gesehen, dass natürlich das Gras erntereif ist. Deswegen wollen wir das dann auch direkt mähen. Davor verkaufen wir noch ein bisschen von unserer Silage. Dann haben wir erstens mehr Geld. Zweitens haben wir Platz für das Gras. Und drittens haben wir uns dann überlegt, dass wir uns noch ein zweites Mähwerk holen. Dann geht es nämlich auch ein wenig schneller. Ist einfach effizienter. Wollen wir dann auch noch einen zweiten Schwader holen oder so? Dann hätte ich gerne Mittelschwader. Woher wusste ich, dass das kommt? Gut, ich lasse mal den Roder noch hier unten stehen und guck so lang oben. Schon mal kurz vorbei. Genau, im Fermenter sind noch 280k. Wir haben 256.000 Liter Zuckerrüben jetzt drin. Stand jetzt. Das ist doch sehr gut. So, dann machen wir hier einmal auf. Und dann machen wir hier auch auf. Du machst schon mal die Drehschirme voll? Ja, ich fahre jetzt schon mal das Förderband rüber. Ist in der Heuhalle. In der Heuhalle. So. So, einmal Vollgas. Jetzt komm. Ja, man hat das schon ein Autoload-Förderband. Da geht es ganz chillig. So, dann hole ich mir mal den Dings. Den Johnny, wo ist er? Da. Das hier ausmachen. So. Ja, da kann lass mal einfach kurz die Schaufel dran. So. Jetzt probieren wir es weiter. Schau mal den Scheiß, oder noch leer machen. Warum Scheiß? Der hat doch gute Arbeit gemacht. Stell dir mal vor, das alles mit so einem Ding. Oh, hoppa. Mit der Hand. Das wäre nochmal ein extra Ding. Kannst du ein Dings da dann wegfahren? So. Kannst du ein Ruder wegfahren? Okay. Dann stelle ich nur kurz den Dings noch drunter. Und das Förderband, den Johnny. Dann kann der nämlich schon mal befüllt werden. Ja, warum steht unser Mähwerk auf der Wiese? Ah gut, dass das gesamte Silo mit einem Mal geschluckt wurde vom Förderband. Alter. Ja, das hat einfach ganzes Silo leer gesaugt, so instant. So, da können wir gleich nochmal was rein. Jetzt fahren wir erstmal den Ruder hoch. Zack, zack, zack. Ja, Vorwärtsgang. Machen wir so. Eigentlich bräuchte man einen Wagen am besten für. Egal. Passt schon. So, Vollgas. So. Hast die Schaufel auch voll gemacht? Ungewollt, wenn. Nee.
Die habe ich nur dran gelassen. Wollte ich gerade sagen, das Sonne spielt von da unten so aus. Nein, was pickt denn das Förderband jetzt auf? Digga, es hat irgendwelches Heu gepickt. Wo ist diese Lampe hin? Welche? Die im Förderband war. Die ist im Anhänger. Warum geht jetzt gerade nichts? So. Jetzt. Das Förderband ist wie so ein Riesenbunker. Wenn wir Platz muss haben, lassen wir machen wir das Förderband voll. Wirklich so. Gut, dann fahre ich schon mal runter. Warte, du kannst deinen haben. Achso, ja, warte. Ausschenken. Hast du meinen. Wieso gefallen meiner so? Ich hab nichts gemacht. Ey, wo soll ich das denn hinfahren? Dort, wo es am meisten Geld gibt. Ja, wo es gibt, ist es das denn? Ja, ich muss kurz gucken. Gib mir ganz kurz. Die Tasche gibt am meisten bei Benz BGA. Da weißt du einfach, was du machen musst. Nein. Da kippe ich nicht ab. Ja, einfach Lohner-Ding weg. Dann kannst du doch da verkaufen. Mach mal voll hier. Griechen, wir laufen schön hinterher. So, das restliche von dem zweiten Bunkersilo chillt auch noch im Förderband. Er muss nur wieder unter das Förderband drunter fahren. Uns wahrscheinlich anmachen. Nichts Besonderes. Ja, du hast aber zwei schöne Triebchen gehabt, die schön hinterherlaufen. Oh, Digga, jetzt habe ich gar keinen Force Feedback mehr. Das ist ja fast genauso bodenlos wie mit Force Feedback. Ich habe generell immer ohne. Also ich meine, jetzt habe ich auch gar keine Zentrifeder mehr. Ja, das so fahre ich ja auch die ganze Zeit. Das ist richtig eklig. Mega. So, das ist wie ein Müller-Gymnasium. Ja gut, dann verkaufen wir es halt beim Ding Viehhandel. Ja, was hat das Förderband für einen Bunker? Ah, nochmal 31 Kubik sind aus dem Förderband rausgekommen. Behalten wir 200k. Ja, ich mach halt. Oder ich mach halt jetzt auf jeden Fall noch einmal die Big Buddy voll und dann. Weiß nicht, ob wir da noch mehr wegfahren wollen. Nee, reicht glaube ich schon. We'll be right back.
Ey, Schlucker! Ey, Justin! Wie lange brauchst du denn noch? Keine Ahnung, wie viel ist da noch drin? 250. Dann können die ja auch nachher rausfahren, weißt du warum? Mhm. Das in dem Dings, in dem, in den, du kannst, in der Produktion ist das auch unter Gras aufgelistet. Ach so, ja. Ja, gut. Ja, dann hab, da haben wir jetzt schon mal einen Teil raus und dann fahre ich den Rest nachher raus. Ich weiß nicht, vielleicht reparieren wir den Fendt auch nochmal vor der Ernte. We'll be right back.
Ja gut, würde ich aber auch sagen, was erstmal mit der Folge für heute. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao Leute. Tschüss.